Zwei Tage zuvor hatten sie das Toreschießen in Ingolstadt ebenfalls in Überzahl begonnen. Curtis Foster nagelte die Scheibe mit Brachialgewalt ins bajubarische Gehäuse. 4 Minuten waren erst vorbei. Ein Tor im Powerplay und eines in Unterzahl durch Frank Mauer. Danach jeweils ein Gegentor. Das machte nach Drittel 1 ein 2:2 Unentschieden. In einem hochklassigen Aufeinandertreffen des Ersten gegen den Dritten mit ausgeglichenen Spielanteilen. Die Entscheidung dann im Schlussabschnitt. Markus King, der Schütze des Game-Winning Goals nach 47 Minuten. Damit hatten sie 3 Punkte eingefahren und gleichzeitig den Vorsprung in der Tabelle ausgebaut. Es war ein hart umkämpftes, sehr enges Spiel mit dem glücklicheren Ende für uns. Wir haben halt die Scheibe zum 3:2 über die Linie gedrückt bei einer Chance. Ingolstadt hat dann auch noch mal gut gedrückt. Wir hatten viele Strafzeiten und da wäre fast noch mal der Ausgleich gefallen. Aber ja, wir freuen uns über die 3 Punkte. Platz 1 nach der Vorrunde dürfte nach den 2 Siegen damit fast sicher sein. Und wenn sie so spielen wie am Wochenende, dann kann es eine ganz lange Saison werden. Die Tabelle. Mannheim hat den Verfolgern München und Ingolstadt gezeigt, wo Bartel den Most holt. Und so sieht es an der Spitze auch aus. 11 Punkte liegen die Adler vorn. Egal, was in der Punkterunde noch passiert, unter den ersten 4 landen die Adler auf jeden Fall. Das Heimrecht im Viertelfinale also steht. Morgen kommen aber erstmal die Eisbären nach Mannheim, am Freitag Düsseldorf. Und am Sonntag müssen die Cracks in Krefeld ran. Man nennt das auch ein ausgefülltes Arbeitsleben.